Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate Teil 1. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe in der Pause eine kleine Sache gemacht. Ich habe schon mal das Geld gelootet, das hier lag. Ja, und das war es eigentlich auch schon gewesen. Ist ein paar Tage her, als ich zuletzt gespielt habe, aber ich glaube, wir wollten dieses Gebiet hier anschauen. Und dann uns entscheiden, entweder hierher zu gehen oder kurz zum freundlichen Arm. Da haben wir nämlich auch noch was zu tun. Wobei ich mittlerweile glaube, dass wir erstmal das hier machen und dann vielleicht zum freundlichen Arm zurückgehen werden. Aber eins nach dem anderen. Erst einmal schauen wir uns noch hier ein bisschen weiter um. Könnte ja sein, dass wir doch noch irgendetwas Interessantes finden. Wie zum Beispiel, naja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das als... Ja. Du bist ja ein komischer Kauz. Was immer ihr braucht. Ob man das als Dings bezeichnen könnte, als... interessant. Oh, doch, das sind jetzt doch einige. Ist da gerade, ich habe es gerade nur auf unser Zeug geachtet hier, aber ist da gerade ein Wolf abgehauen? Hm. Anscheinend. Muss ich vielleicht nochmal nachschauen in der Aufnahme. Aber ich glaube, da ist doch tatsächlich gerade ein Wolf abgehauen. In die Richtung. Hm. Oh, was ist denn das Feines hier? Also, was es auch ist hier, ich habe keine Ahnung. Man kann anscheinend nichts machen mit. Schade. Keine Ahnung, was das sein soll. Obwohl, vielleicht sieht man das jetzt hier. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Osmadi, ihr arroganten Narren! Kehrt zu dem Blutbad zurück, für das ihr verantwortlich wart. Euer Blut wird den Boden tränken, bevor ich einem von euch erlaube zu gehen. Ich werde den Tod meiner Brüder rächen. Von was redet der? Wovon redet ihr? Wir haben niemanden getötet. Ich glaube, ihr seid etwas verwirrt. Vielleicht solltet ihr euch beruhigen, damit wir herausfinden können, wer tatsächlich eure Brüder getötet hat. Bildet ihr euch eigentlich ein, dass ich eure Ausreden glaube? Ich weiß genau, was ihr alles seid. Mögt ihr und eure treulosen Gefährten vom Zorn des Malar zerstört werden. Du gehst mal ein bisschen hier weg. Du solltest wahrscheinlich auch mal ein bisschen weggehen. So. Eigentlich schade, ich glaube nämlich nicht, dass der uns wirklich böse gesinnt war. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, wer ist das da, wo das steht? Das ist jetzt ein neuer. Die Zivilisation ist fern, Stadtbewohner. Ich muss mich für Osmadis Verhalten entschuldigen. Er hat nach dem, was sich hier vor einigen Tagen zugetragen hat, den Verstand verloren. Eine Gruppe von Räubern, die sich die Kalte Hand nennen, sind während unserer Arbeit in diesen Schrein in unser Lager eingedrungen. Sie haben alle getötet, die ihnen über den Weg liefen, und unter den Opfern befanden sich auch einige der engsten Freunde Osmadis. Ja, okay, ich glaube, da könnte ich auch den Verstand verlieren, wenn das passieren wäre. Vielen Dank für eure wertvolle Unterstützung. Es ist schade, dass wir so mit Osmadi umspringen mussten, doch wir hatten keine andere Wahl. Vielleicht treffen wir uns einmal wieder. Viel Glück auf euren Reisen.
Okay, vielleicht wäre die andere Wahl doch besser gewesen. Aber, ja, gut. Ja. Das ist eigentlich echt schade. Oh, schön. Aber es ist nur ein Stab. Und zwar ein Wendespeer. Diese verfluchte Waffe erscheint als magischer Speer. Entsteht jedoch eine Kampfsituation und der Träger greift einen Feind an. So richtet sich die Waffe auch gegen den Träger selbst. Bei jedem Angriff greift der Wendespeer sowohl den Gegner als auch den Träger an. Es handelt sich um eine mächtige Waffe. Man sollte sich jedoch gut überlegen, ob ihr Nutzen ihren Schaden aufwiegt. Den Wendespeer kann man nur bei der Anwendung von Fluchbrechen wieder ablegen. Ja, also vielleicht doch keine so tolle Waffe. Aber ist echt schade. Eigentlich ist es schade, dass der uns so angegriffen hat. Oder dass wir gar keine andere Wahl hatten. Moment, da war doch gerade ein Gegner, oder? Ich habe was gehört. Aber irgendwie scheint er nicht groß getriggert zu haben. Ah. Was wäre passiert, wenn wir diesen Dings anders gehandhabt haben, den anderen? Ja, dann wäre er wahrscheinlich, also die andere Dialogoption genommen hätten. Aber ich glaube, dann wäre er wahrscheinlich auch einfach nur verschwunden. Schätze ich mal. Schade, hier scheint es tatsächlich nichts mehr zu geben. Das sind nur normale Bären. Wie lautet Ihr Befehl? Du machst vielleicht nochmal eine Heilung rein. So sieht mir das schon viel besser aus. Ah, nochmal ein Wolf. Ja, ich frag mich. Die kalte Hand hieß es. Ob das mit den Räubern zu tun hat, die wir eigentlich suchen? Ob wir das irgendwie rauskriegen? Ja, ich muss mir das merken. Oh, wow, wow. Das sind die schwarzen Krallen. Wow. Ja, super. Das hat aber nicht so geklappt, wie ich es eigentlich ganz gerne hätte. Hey. Deswegen solltest du ja eigentlich auch nicht vorgehen. Ich glaube, das ist der Wolf, den wir vorhin noch hatten. So, hoppla. Dann speichern wir hier nochmal. Wo waren denn die? Hier waren die. Ihr habt gerufen? Oh, wieso hast du eigentlich deine Hand? Wieso hast du... Ach, du hast keine Munition mehr. Deswegen greifst du auch per Hand an. Hat irgendjemand von euch noch Kiesel? Ja, nur das hier. Ne? 3 Kugeln, damit kommen wir auch nicht weit. Ja, okay. Also gut. Dann muss sie auf jeden Fall... Deswegen geht sie immer auch vor und greift an. Das war das Problem. Ich verstehe. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Dann ist meine Überlegung, ob wir vielleicht, wenn wir die Karte fertig haben, doch zum... freundlichen Arm zurückkehren. Einmal, um das Zeug zu verkaufen. Oh. Das ist ein Langbogen. Einmal, um Zeug zu verkaufen. Und natürlich... der kommt hierher. Der muss noch identifiziert werden. Das hier kommt... Dann kommt mal her. So. Die Pfeile gehen zu dir. Das sind ganz normale Ringe, glaube ich. Silberkette. Silberring, Silberkette. Und du darfst eigentlich wieder mit deinem Zweihandschwert angreifen. Ding brauchen wir ja eigentlich nicht. Und das hier geht eigentlich auch zu dir. So.
Die machen wir hier rein. Aber da... Nee, da müsste ich mir echt mal überlegen, ob wir tatsächlich... mach mal das hier oben rein. Das kommt hier rein, hier rein. Kannst du die identifizieren? Ja, kannst du. Dann darf Imoen die einfach mal haben. Das sind andere als die, oder? Das ist ein beißender Pfeil und das ist ein Eispfeil. Und das sind Pfeil plus eins, okay. Okay, das ist auf jeden Fall nicht schlecht zu wissen. Jetzt haben wir einige schöne Pfeile, wenn wir wieder schwierigere Gegner haben, wo wir dann wechseln können. Auch nicht schlecht. Nee, wir gehen tatsächlich zum Arm rein. Zum freundlichen Arm. Um... Ich bin ganz Ohr. Einmal ein bisschen aufzurüsten. Ach, das brauchen wir auch gar nicht. Okay. Hallo? Du darfst auch gerne laufen. So. Und das hier noch. Auch nochmal Pfeile. Ja, das können wir auch wieder alles schön verkaufen. Das gibt auch wieder viel, viel Geld. Und du behältst mal die Pfeile hier. Okay, bis auf die hier. Die kommen hier rein. Ich glaube, Pfeile brauchen wir jetzt tatsächlich im Moment jedenfalls keine mehr zu sammeln. Da haben wir mehr als genug. Nee, wir gehen tatsächlich zum freundlichen Arm und holen uns auch ein bisschen mehr Munition wieder. Das geht nämlich nicht, dass sie immer in Nahkampf gehen will. Das ist wirklich keine so gute Idee. Hallo, geht ihr mal da irgendwie durch, den Wald durch? Ich glaube, irgendwie kriegen sie das nicht hin. Ah. Na gut, dann geht halt nicht durch den Wald durch. Oder ihr geht, ja, so lang. Aber ich glaube, da hinten ist eh nichts groß zu finden. Oder? Nee. Gut, dann haben wir noch ein ganz kleines Stück und dann haben wir dieses Ding fertig. So, dann haben wir das fertig. Dann auf zum freundlichen Arm. Und da wollen wir dann ein paar Sachen verkaufen. Ja. Sehr schön. Verkaufen, wo konnte man da nochmal verkaufen? Ich bin stolz. War das im Amt selber drin? Ah, ich glaube schon, weil da haben wir ja nur den Tempel der Weisheit. Hallo, ihr da. Hab gehört, es gibt jede Menge Arbeit in Nashkel. Aber ich habe Nein gesagt, ich fahre keine Mine runter. Ganz bestimmt nicht. Man muss ja schon unter normalen Umständen ziemlich blöde sein, unter der Erde zu arbeiten. Aber wer es in diesen Zeiten tut, ist völlig verrückt. Ja. J.D., Dorian hat mir ja gesagt gehabt, ihr sollt mit allen Leuten hier reden, die wir finden, weil einer anscheinend eine relativ nette Rüstung hat oder so irgendwie was. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob er gemeint hat. Hab ich etwas gesagt? Ob er auch hier draußen ist oder ob innen drin ist. Wir werden jetzt einfach mal mit allen reden, die wir finden. Man kann nicht mehr sicher nach Nashkel reisen. Ich hänge seit Wochen hier fest. Kann nur rumsitzen und trinken. Nicht, dass ich es woanders viel anders täte, aber ich habe zumindest gern eine Wahl. Solange ihr nicht eine Runde schmeißt, lasst ihr mich besser in Ruhe. Ich habe euch nichts zu sagen. Und haben wir mit dem schon geredet? Ich glaube schon, oder? Habt ihr etwas gesagt? Ich kann mir noch nicht einmal ein Schwert leisten, um den törichten Beruf eines Abenteurers auszuüben. Waffen sind nicht mehr so billig, wie sie mal waren. Und wahrscheinlich würden sie auch ziemlich schnell zerbrechen. Mit dem Metall scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ach nee, das haben wir doch schon längst gelöst, mein Freund. Oh, was ist mit dir? Du bist einfach ein Wächter. Dach auch. Innerhalb der Mauern des freundlichen Arms gibt es keine Kämpfe oder Diebereien.
all jene, die es dennoch versuchen, werden nach dem härtesten Gesetz der Grenze bestraft. Sag das mal denjenigen, der uns angegriffen hat, obwohl, naja. Der ist ja auch nicht mehr glücklich. Da haben wir noch jemanden. Als Räuber gibt's mehr Geld zu verdienen, als in der Mine von Naschgeld. So viel steht fest. Ist bestimmt auch ungefährlicher, so wie sich das anhört. Ihr wart ein Räuber, oder? Ja, das war ich. Und das gebe ich auch bedenkenlos zu. Aber die Räuber, die sich jetzt hier herumtreiben, sind ganz andere Kaliber. Das kann ich euch sagen. Die haben sowas Gemeines an sich und wollen hier die ganze Gegend einnehmen. Die meisten meiner alten Kumpels sind verschwunden und das gefällt mir gar nicht. Deswegen verstecke ich mich auch hier. Ich habe Bentley und Galena schon ein paar Mal einen Gefallen getan. Also sind sie jetzt dran und kümmern sich um mich. Ja, da gibt es tatsächlich mehr Gespräche, als ich eigentlich erwartet habe. Ich habe eigentlich immer gedacht, da gibt es nur... Innerhalb der Mauern, ja, das hatten wir schon. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, dass wir da immer nur... Da ist er. So Standardgesetze, so wie die jetzt mit diesen Wächtern, dass die immer dasselbe sagen. Ein bisschen zufallsgedingst halt, aber mehr eigentlich nicht. Ja, okay, also hier ist jetzt nichts gewesen. Dann gehen wir in den freundlichen Arm selber hinein. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern. Ja, ich weiß, dass wir unsere Runde sammeln müssen. So, haben wir schon mit Messi geredet? Willkommen im freundlichen Arm. Ihr hattet wohl eine anstrengende Reise. Ich heiße Messi. Die Spiegelschatten haben mich vor 5 Jahren zur Arbeit im Wirtshaus eingestellt und jetzt würde ich es für mein Leben nicht wieder verlassen. Es ist wundervoll hier, wo man doch jeden Tag neue Gesichter sieht. Und wer sind die Spiegelschattens? Oh, Bentley und Galena, sie führen das Haus. Bentley steht hinter der Theke und Galena ist meistens im Tempel. Ich bin meistens sie, bediene und sorge dafür, dass immer alles nett und sauber aussieht. Reisende, wie? Ihr seid heute die Einzigen, die in die Stadt gekommen sind. Seit der Ärger begonnen hat, wagen sich nicht mehr viele auf die Straße. Wir haben im letzten Monat gerade mal 10 neue Gesichter gesehen. Dafür haben wir leider eine Menge Leichen gefunden. Dorn, den reden wir jetzt nicht, den kennen wir ja schon. Kann ich irgendwie Hey, ihr seid doch die Abenteurer aus Naschgeld, von denen ich so viel gehört habe. Toll, ich habe noch nie echte Helden gesehen. Ich hoffe, ihr habt auf dem Weg hierher ein paar Räuber gehörig eins übergebraten. Das wird ihnen eine Lehre sein. So, dann noch die Bürgerin. Ah, das ist dasselbe Gespräch. Dann haben wir noch diesen Bürger. Womit kann ich dienen? Zum Teufel! Mein Flug ist erbrochen, so als wäre er über Nacht völlig durchgerostet. Wie soll ich denn da vernünftig arbeiten, geschweige denn seinen Lebensunterhalt verdienen? Wie soll ich die Preise niedrig halten, wenn ich alles per Hand verpflanzen muss? Aha. Das war Nessie, richtig? Und da haben wir auch noch einen Koch. Dann reden wir erst nochmal mit der Bürgerin hier. Na, das ist auch dasselbe Gespräch. Der Koch. Hey, raus aus meiner Küche. Ihr macht mir alles kaputt. Eines Tages werde ich für den Herzog persönlich kochen. Bei dem im Palast ist wenigstens nicht so viel los. Da kann man sein Essen noch in Ruhe genießen. Das ist Nessie. Mit Nessie haben wir schon geredet. Dann haben wir hier noch eine Bürgerin. Okay, ist aber auch genau dasselbe Gespräch wieder. Okay, mal kurz speichern. Dann schauen wir mal, wer ist das? Das ist Balk. Wer war denn Balk nochmal? Ah, seht ihr diese Gabeln und Tumpeln an? Diese Eisenknappheit kennt mit uns Säufern und viel fressen keine Gnade. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, rammt euch diese Klinge ins Auge und seht, ob sie nach dem Fluch dieser Eisenschwäche unterlegt. Ah, egal. Sie werden mich nur hier herausschmeißen und mich genau zu den Räubern schicken, die vielleicht hinter meinen lausigen Humpen her sind. Ja, okay. Dann gehen wir mal zu euch zweien. Ja, das hat man eigentlich auch schon. Ja, viele Gespräche sieht man ja jetzt auch. Das hat man auch schon. Viele Gespräche
sind immer dieselben. Immer, wie gesagt, so ein bisschen per Zufall, dass halt einer mal das sagt, aber im Großen und Ganzen immer dasselbe. Deswegen mache ich ja eigentlich auch, habe ich die mit denen nie richtig geredet gehabt. Bin mal echt gespannt, ob da wirklich noch was dabei rumkommt. Naja, wir werden sehen, aber dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.